Gründe sind schon alle aufgezählt worden, warum ihr da hinfahren solltet. Auf dem Camp, also es fängt montags an, geht bis Sonntag, gibt es Infrastruktur für genug Leute. Wer kein eigenes Zelt mitnehmen kann, da gibt es Zelte vor Ort, also Gemeinschaftszelte, in denen man schlafen kann. Und ihr müsstet dann einfach nur Isomatten und Schlafsäcke mitbringen. Es gibt autonome Räume für FLTI und auch andere Safe Spaces. Es wird natürlich was zu essen geben, also es gibt eine Kochcrew, die sich auch Unterstützung natürlich wünscht, beim Schnippeln helfen. Es sind Toiletten, Duschwagen da und genau, ein bisschen Geld mitbringen wäre auch toll, um die Infrastruktur da zu unterstützen mit einer Spende. Dann sage ich kurz was zu dem Programm, aber das ist auch gut, wenn ihr auf die Rheinmetall-Entwaffnen-Seite geht, weil da das Programm sich immer noch mal ändert. Also es waren heute noch mal andere Sachen drin als letzte Woche. Und ich gebe euch einfach ein paar Beispiele, was es gibt. Und es finden eigentlich täglich drei Workshops statt und manchmal auch ein Abendprogramm. Und es gibt natürlich auch ein Plenum jeden Tag. Am Montag zum Beispiel gibt es eine Veranstaltung von der Kampagne Rajab Rojava zur Unterstützung von türkischen Krieg gegen Kurdistan oder in Kurdistan. Es gibt auch eine Veranstaltung zu Waffenexporten nach Mexiko und dem zapatistischen Widerstand dort. Am Dienstag gibt es zum Beispiel eine Tagesexkursion zum Truppenübungsplatz/Biosphärenreservat. Das wissen wir nicht so genau, ob das dieses Gefechtsgebiet ist, was eigentlich nicht ein Biosphärenreservat sein kann. Also keine Ahnung. Es gibt außerdem noch was zur antipatriarchalen Auseinandersetzung mit Krieg und auch zu feministischem Aktivismus. Am Mittwoch gibt es Veranstaltungen, zum Beispiel was, also davon habt ihr jetzt schon einiges gehört, was in Rheinmetall, bei Rheinmetall in Unterlüß produziert wird, und Veranstaltungen zu psychologischer Kriegsführung und auch Workshops zur Theorie und Praxis autonomer feministischer Organisierung. Alle, die zur Blockade am Freitag kommen wollen, für die wäre es gut, schon Donnerstag zu kommen, weil es da ein Blockadetraining gibt, das zwischen 10 und 14 Uhr stattfindet. Und abends gibt es ein Aktionsplenum um 19 Uhr, wo ihr dann auch alles Weitere zu der Aktion am Freitag hören könnt. Da wird auch gleich noch was zu erzählt. Und es ist auf jeden Fall dann wichtig, Donnerstag schon anzureisen, weil das Freitag früh losgehen wird. Aber der Donnerstag steht auch noch ein bisschen im Zeichen zu Gedenkaktionen, zu Zwangsarbeit, weil, da sage ich gleich noch inhaltlich ein bisschen mehr zu, weil in der Nähe dort ein Außenlager des KZ Bergen-Belsen existierte und viele Zwangsarbeiterinnen bei Rheinmetall arbeiten mussten, um dort weiter Kriegswaffen herzustellen. Genau, zu dem Freitag und zu der Blockadeaktion wird gleich noch was gesagt. Es gibt eine gemeinsame Anreise an drei verschiedenen Tagen aus Berlin. Es gibt die Anreise Dienstag am 3. September mit dem Solibus. Da geht es um 10 Uhr los am O-Platz. Und wir haben Tickets hier, die sind für 14 Euro zu kaufen heute. Und am Mittwoch und Donnerstag jeweils um 11.30 Uhr kann man sich am Hauptbahnhof treffen, am Gleis 7 zwischen, wie nennt man das? C und D. Zwischen C und D, in den Bereichen dort. Da haben wir nämlich die Idee, ein Quer-durchs-Land-Ticket zu kaufen. Da kann man dann zu fünft drauf fahren, und wenn man zu fünft ist, kostet es auch ca. 15 Euro. Je weniger man ist, desto teurer wird es, weil dieses Grundticket kostet erstmal 44 Euro und dann pro Person kommt nochmal was da drauf. Genau, das wäre also gut, wenn ihr dann da pünktlich sein könntet.
um 11.30 Uhr, weil man das dann, je nachdem wie viele Leute da sind, sich die Tickets noch am Automaten da ziehen muss. Es gibt, also man fährt dann mit Regionalbahn und man muss auch ab und zu mal umsteigen. Und es gibt aber einen Bahnhof in Unterlüß, weil natürlich Rheinmetall auch darauf angewiesen ist, dass sie ihre Panzer und sonstiges Gerät mit der Bahn woanders hinschiffen können. Was für uns jetzt ganz praktisch ist, weil man dann mit dem Rucksack am Bahnhof Unterlüß aussteigt und zu Fuß zum Camp gehen kann, was relativ mitten im Ort ist.